Herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal. Gleich wird es losgehen mit einem Unboxing, aber zuerst der Grund dafür. Tja, meine liebe, heißgeliebte Sidekick ist leider kaputt gegangen. Was genau damit passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe sie ganz normal benutzt mit diesen Platten, die dabei sind, die übrigens super sind. Also die sind immer noch von der ersten Generation bei dieser Maschine dabei gewesen und sind gar nicht gewölbt und richtig schön gerade geblieben, obwohl ich diese Maschine fast täglich benutzt habe. Wirklich vorbildlich. Aber irgendwas ist mit der Kurbel passiert und ich weiß nicht, ob da Zahnräder beschädigt sind innen drin. Auf jeden Fall konnte ich jetzt neulich nicht mehr so richtig durchkurbeln. Dieses kleine Gerät, das stand bei mir jeden Tag auf dem Basteltisch und ich habe das wirklich gerne benutzt. Sie ist so schön klein handlich und ist wirklich ein kleines nettes Handwerkszeug. Allerdings muss ich dazu sagen, ein wenig hat mich gestört, dass die Stanzen, die ich habe, manchmal ein bisschen größer sind als diese Platten. Geringfügig manchmal nur größer und ich kann sie dann einfach nicht durch die Sidekick durchkurbeln. Das fand ich immer schon ein bisschen nervig. Dafür musste ich dann immer meine große Sizzix dann nehmen und die DIN A4 Maschine, die ich mir zugelegt hatte. Ja, und das Problem ist einfach, manchmal lohnt es sich einfach nicht, so eine große Maschine rauszuholen. Dann war diese kleine eigentlich ganz praktisch. Nun wollte ich gerne einen Ersatz haben und einen Ersatz zu finden für so eine kleine Maschine war gar nicht so einfach. Und ja, ich habe lange hin und her überlegt und habe mich dann für diese Sizzix Foldaway entschieden, weil man doch ein bisschen mehr drauf kriegt als auf einer kleinen Maschine. Und dies war jetzt ein gutes Angebot, das ich bei einem Online-Shop gesehen hatte, bei Sandras Bastelladen. Das war eine Osteraktion gewesen und das hatte mir dann im Vergleich zu anderen kleineren Maschinen gut gefallen, denn die passt auch ganz prima auf dem Basteltisch, kann doch ein paar Stanzen mehr aufnehmen und ich muss mir jetzt nicht die DIN A4 Maschine immer hervorholen und dann auf meinen Tisch stellen. Also das war jetzt der Grund für meine Entscheidung und ich habe die Foldaway ausgewählt, weil erstens mal hier jetzt viel Zubehör mit dabei war, natürlich diese abgebildeten Stanzen und es gab auch noch ein kleines Extra-Paket dazu, aber das zeige ich dann gleich. Ja, und bei dieser Foldaway habe ich wohl schon mal gehört, dass der Anpressdruck recht gut sein soll, insbesondere auch wenn man 3D-Embossing-Schablonen hat und die habe ich wirklich in einiger Anzahl und ich nutze die sehr häufig und sehr, sehr gerne. Und wenn da mal ganz schnell mal eine Embossing-Schablone mal durchgekurbelt werden kann, dann ist das wirklich ein Vorteil für mich und ja, da freue ich mich richtig drauf und ich denke auch kleine Impresslids lassen sich mal ganz schnell dann da prägen und da brauche ich nicht die DIN A4 Maschine für. Das konnte ich bisher auch nicht mit der Sidekick übrigens auskurbeln, das hat nämlich nicht gepasst. Neben der eigentlichen Maschine war in dem Paket eine kleine Werbebroschüre und jetzt noch einige Stanzen. Die gehörten noch mit zum Lieferumfang. Das ist eigentlich aus einer Weihnachtskollektion, aber da ich auch sehr gerne und sehr viele Weihnachtskarten bastel, ist das eine ganz prima Sache. Aber es sind auch wirklich Motive dabei, die nicht unbedingt nur, also jetzt zum Beispiel auch hier die Rose, die hat ja nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, die ist auch keine Weihnachtsstanze, aber auch die Vase, diese steinerne, die hat nichts mit Weihnachten zu tun, die kann man auch das ganze Jahr übernehmen. Ich finde die richtig prima. Und diese hier, die gefällt mir auch gut mit der Rose. Ich zeige das auch später. Ich werde das dann mal ausstanzen, wie das dann aussieht. Richtig toll. Das sind von Precious Marijke und einigen anderen holländischen Stanzenanbietern. Also die sind sehr filigran und ich kenne die schon, ich habe nicht diese Stanzen, ich habe andere, aber die sind wirklich gut. Also die kann ich auch weiterempfehlen. Mir gefallen die gut. Ja, jetzt möchte ich das gute Stück hier mal auspacken und jetzt lege ich erstmal los. Ich drehe jetzt erstmal das gute Stück ein bisschen rum, damit das unter die Kamera passt. Und so sieht das aus, wenn man den Karton öffnet. Hier an der Seite sind die
Stanzen und Papiere und auch, ja, da ist eine Steel Wool Dye bei. Das ist alles im Lieferumfang von dieser Maschine. So, hier ist eine kleine Anleitung. Da sieht man auf dem ersten Bild auch, wie man die Fold-Away, wie man die aufklappt. Da ist ja auch eine besondere Kurbel dran, das zeige ich gleich. Das sind die Stanzen, die dazugehören. Das ist eine kleine Pillowbox und die Verzierung kann man damit auch gleich erstellen. Wirklich sehr, sehr hübsch und auch einen kleinen Kreis. Ich nehme an, dass man das dann in die Pillowbox reintun kann oder auch hier an dem Anhänger kann man das vielleicht reinstanzen. Ja, hui, was haben wir hier? Das ist Stoff. Das habe ich schon so gefühlt, bevor ich das überhaupt geöffnet habe. Das ist tatsächlich gepunkteter Stoff. Den kann man mit Sicherheit auch sehr gut ausstanzen, insbesondere auch mit der großen Steel Wool Dye. Und dann habe ich hier noch ein Paket. Und ich habe festgestellt, dass das ein sehr weicher Stoff ist. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also ich habe die Maschine jetzt auch nicht unbedingt wegen des Stoffes hier gekauft, aber es ist sehr, sehr schön, passt alles gut harmonisch zueinander und man kann dann eigentlich das auch, ja, was vorne auf dem Karton aufgemalt ist, danach basteln. Hier ist das passende Papier auch dazu und wie man sieht, alles sehr schöne gedeckte Töne und das ist so, dass man eigentlich direkt damit loslegen kann, was ich wirklich eine gute Idee finde und wer jetzt zu Hause vielleicht noch nicht so viel Papier hat, der kann dann schon mal damit was anfangen. Ja, und das ist diese wunderschöne Steel Wool Dye. Ich mag sie nach wie vor, diese Stanzen. Hier ist ein Schmetterling, eine Blüte oder kann man vielleicht auch als Kleeblatt benutzen, ein Herz und ein Schnörkelornament. Kann man vielleicht auch als Stiel für die Blume nehmen. Also da muss man vielleicht ein bisschen Fantasie anwenden. Kann man dann auch für andere Dinge dann benutzen. Jo, hier sieht man die nochmal von der Seite. Ja, jetzt muss ich das gute Schätzchen erstmal hier aus der Kiste rauskriegen. Und das werde ich jetzt neben der Kamera machen. So, jetzt bin ich mit dem Auspacken fertig. Und hier hat man jetzt die Fold-Away. Ich finde, sie ist schwer, aber sie ist soweit handlich, dass man sie prima auf dem Tisch platzieren kann und sie nimmt so zusammengefaltet wenig Platz weg. Das muss man wirklich sagen. An der Seite vom Griff, da ist so ein kleiner Knopf, da drückt man dann drauf und dann kann man die Kurbel zur Seite entfalten. Und dann faltet man einfach die Grundplatten, also die volle Länge kann man dann so entfalten und dann schiebt man das ein bisschen zur Mitte und hat dann eigentlich schon die Stanzmaschine. Im Lieferumfang sind diese Platten dabei. Das ist die Grundplatte, die grüne Platte und natürlich zwei Acrylplatten. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Also die Grundplatte, grüne Platte und die Acrylplatten gehören zum Lieferumfang und später zeige ich dann noch eine Magnetplatte, die ich dann auch benutze. Und die gehört hier nicht zum Lieferumfang, nur damit das zuvor dann schon mal geklärt ist. Ja, alles noch niegelnagelneu, noch nicht benutzt. Die Erklärungen befinden sich auch auf der Schablone, also auf dieser grünen Matte drauf, denn hier ist eine Anleitung, wie man Finlits und Framelits schneidet und das ist auf der Grundplatte aufgemalt. Da kann man sehen, dass man da embossen kann und in welcher Reihenfolge man so das Sandwich zusammenbaut, damit man auch tatsächlich das gut hinbekommt mit den embossten Teilen. Es ist ja doch ein Unterschied, ob man eine 3D-Embossing-Schablone nimmt oder noch eine der älteren Generation, ich sage mal 2D dazu. Also ich habe sehr schöne auch, die älter sind und keine 3D-Embossing-Folder darstellen und ich würde sie nicht weggeben, weil ich sie wirklich sehr gerne mag und auch immer noch nutze. Die gehen ja so nicht kaputt. Ja, das hier ist ein Beleg hier noch, der auf die Garantie hinweist, eine erweiterte Garantie, da kann man ja, auf 2 Jahre die noch weiter die Garantie verlängern und muss sich dafür dann registrieren.
Da ist dann auch die Adresse dann angegeben. Das kann man sich dann in Ruhe durchlesen. Und ja, das nur so sei am Rande erwähnt. Ich habe mir das jetzt hier ein bisschen näher angesehen, was es damit auf sich hat. Naja, inzwischen überlege ich mir, was ich als nächstes stanzen werde und habe mir da schon überlegt, dass ich vielleicht mit der Steel Rule Dye anfange. Dies ist die Steel Rule Dye, die bei der Lieferung dabei war. Ich habe mir ein Papier zurechtgeschnitten. Das hat eine Grammatur von über 200 und das ist dann schon ein klein wenig dicker, aber das sollte die Maschine jetzt eigentlich auch schaffen. Da sehen wir jetzt gleich das Resultat. Ja, das sind schon der Schmetterling und auch die Blume oder das vierblättrige Kleeblatt. Und auch ganz toll dieses Ornament und dann auch noch das Herz. Das hat schon mal gut geklappt, da bin ich sehr zufrieden. Ja, als nächstes denke ich mir mal, werde ich etwas Filigranes stanzen und hierzu werde ich eine Stanze mir aussuchen, die ja, das Gerät ein klein wenig auf die Probe stellt und ich habe schon mal zwei Stanzen, die im Lieferumfang mit dabei sind. Das ist aber von diesem speziellen Angebot jetzt, was bei Sandras Bastelladen war. Und das ist diese Stanze mit den Rosen und mit den Blättern. Die ist schon ein bisschen größer. Bin mal gespannt, wie das dann hinterher aussieht. Und dann diese kleine lilane Stanze ist so ein Eckelement. Und das ist von, ich glaube, Precious Mareike, einer holländischen Firma. Und ich habe beides auf goldene Spiegelfolie, Spiegelkarton draufgegeben. Ich benutze jetzt die magnetische Plattform. Unten ist eine Acrylplatte, dann den Spiegelkarton in Gold, die Stanzen und dann wieder eine Acrylplatte. Und das kurbel ich jetzt alles zusammen durch. Das ist so das normale Sandwich. Das geht eigentlich relativ leicht und gerade dieses Eckmotiv ist sehr, sehr filigran. Da bin ich mal sehr gespannt, aber es hat sie gut, die Maschine hat das gut bewältigt. Das ist wirklich, man sieht das an den Schnittkanten, es ist alles durchgeschnitten. Das untere Element, das fällt schon fast von selber aus dem Papier, aus dem Spiegelkarton. Natürlich sind hier noch ein paar von den Blättern und von den Blüten, die in dem Goldpapier noch drin stecken. Aber da muss man jetzt nur so einen kleinen Piekser nehmen und alles herausnehmen. Das fällt eigentlich dann schon fast von selber alles raus. Und ja, da muss man nur so jetzt ein bisschen nachhelfen. Hier zeige ich mal ganz schnell, das sind so meine filigranen Stanzen, die ich zuvor mal benutzt habe aus meinem eigenen Bestand. Und ich finde, das hat die Maschine auf Anhieb richtig gut hinbekommen. Und das sind sehr, sehr kleine Teile und sehr dünn auch teilweise. Und Spiegelkarton ist wirklich nicht so ganz einfach. Deswegen hatte ich den jetzt auch zum Test hier gewählt, weil das ist eigentlich, finde ich, schon für eine Maschine eine ziemliche Herausforderung. Dafür, dass das so filigran ist, hat das sehr gut geklappt. So zeige ich das, wie das alles herausgelöst aussieht. Wirklich eine wunderschöne Stanze, wie ich finde. Und das gibt, ich lege das jetzt mal auf der Rückseite hin von dem Spiegelkarton, damit man das besser sieht. Wirklich sehr gut geworden. Und was mir besonders gut gefällt, dass man den Rest, der da rausfällt aus den Ornamenten, dass das Blätter sind und Blüten und Schnörkel, Sternchen, die kann man alle noch zur Verzierung einer Karte oder anderen Dingen benutzen. Richtig klasse. Sowas gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, diese Stanze hier ist wirklich ein bisschen aufwendiger gewesen herauszulösen. Das liegt aber einfach an den filigranen Teilen. Ich habe mir jetzt meinen Piekser genommen und ich will das einfach hier nochmal demonstrieren. Man muss da nur einmal durchpieksen, das fällt dann eigentlich so weit heraus. Es ist einfach nur wirklich filigran und man könnte das jetzt auch mit einem anderen Hilfsmittel, mit so einem Bürstchen herausnehmen, dann geht das etwas schneller. Aber ich habe das gerade jetzt hier nicht zur Hand und ich wollte das jetzt nur mal zeigen. Also durchgestanzt ist es auf jeden Fall und hier ist das fertige Resultat. Also richtig toll. Man sieht hier unten eine Blüte und an den Seiten, ich ehrlich gesagt weiß es nicht genau, ob das auch Blüten sein sollen oder ob es eventuell ja, irgendwelche Trauben sein sollen. Ich vermute mal, dass es einfach Blüten sind. Aber ein sehr schönes Eckmotiv und da kann man eine Karte wunderschön verzieren oder auch ein Album und man hat da wirklich viele Möglichkeiten. Selbst auf dem Umschlag könnte man das kleben. Sehr, sehr schön. Ja, hier zeige ich das nochmal. Das ist die Verpackung hier von dieser Stanze. Das ist die von Precious Mareike und hat mir auf Anhieb wirklich zugesagt. So, das lege ich jetzt weg. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Mal schauen. Ich überlege. Wir haben ja noch andere Stanzen. Ich meine, ich könnte die jetzt alle der Reihe nach durchkurbeln. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja gut, das Prinzip ist ja eigentlich dasselbe. Und wie man jetzt stanzen kann, das glaube ich, das weiß man dann theoretisch. Es geht mir jetzt nur um zu zeigen, wie die Maschine mit einmal durchkurbeln Sachen erledigen kann. Und das macht sie einwandfrei. Also da kann man schon mal ein Däumchen hoch für geben für die Maschine. Und ja, da bin ich wirklich überrascht, weil ich dachte immer, bei den DIN A5 Maschinen wäre der Anpressdruck doch geringer als bei den großen. Aber das kann ich hier wirklich nicht sagen. Also die erledigt ihre Arbeit super. Ja, und das sogar mit dieser goldenen Spiegelfolie mit dem Spiegelkarton. Diese magnetische Plattform, die hatte ich mir ja mal vor längerer Zeit gekauft und ja, jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich die habe und dass ich die jetzt auch mit der DIN A5 Maschine nutzen kann. Und diese DIN A5 Maschine gefällt mir wirklich gut, dass man die platzsparend dann auch wieder zusammenfalten kann, dass man das einfach so hochnehmen kann und die nimmt nicht viel Platz weg. Also klar, vielleicht werde ich auch meiner Sidekick hinterher trauern und ja, die ist natürlich kleiner und vielleicht auch ganz hübsch dann auf dem Basteltisch und nützlich. Aber ich hoffe mal, dass ich hier einen größeren Nutzen dann doch durch diese Maschine haben werde, weil ich dann auch leicht breitere Motive dann problemlos durchkurbeln kann, was mir vorher mit der Sidekick nicht möglich war. Ich zeige jetzt hier nochmal dieses Zahnrad. Das hat den Grund, das ist eine Stanze, diese Form habe ich schon länger und die habe ich so zusammenhängend gelassen, wie sie geliefert worden sind. Das hat den Grund, ich stanze die immer auf einmal alle aus, weil ich brauche eigentlich alle Zahnräder. Hier sieht man das. Die sind da immer noch verbunden. Man könnte die jetzt auseinander machen und dann jedes auch einzeln ja, stanzen. Aber diese hier zum Beispiel, wenn man sie so zusammenlässt, die hat nie durch die Sidekick gepasst. Dann hätte ich die alle trennen müssen, die ganzen Teile. Und ich habe immer, ich weiß nicht, es ist einfach, ich habe da immer Schiss vor, dass ich irgendwelche Teile mal verliere. Und ich habe das hier so gelassen. Hier sieht man auch, wie weit das dann übersteht, wenn man sie auf eine Platte von der Sidekick drauflegen würde. Also es passt nicht. Es geht einfach nicht. Und ich habe auch mehrere Stanzen, also wo auch ein Schmetterling, der geringfügig größer ist, der auch nicht durch die Sidekick gepasst hat. Auch selbst mit Drehen hat es nicht funktioniert. Und ja, das fand ich immer ein bisschen schade und auch die Embossing-Folder, die ich habe, auch selbst die kleinen, die Impresslids und ja, sogar so Border-Schablonen
Also ich meine so Verzierungen für den Rand, die Embossing-Folder, selbst die haben nicht gepasst. Und ich hoffe, dass das mir jetzt größere Nutzen dann auf meinem Basteltisch bringen wird. Ja, hier zeige ich nochmal den Unterschied zu den verschiedenen Platten, also von den verschiedenen Platten, weil das hier ist die magnetische, die ist höher als die normale grüne. Und das muss man einfach wissen, wenn man, ich habe gesagt, normale grüne, die normale ist grau, die ist nicht grün. Wenn man jetzt was embossen will, dann muss man das wissen, welche man nimmt. Hier halte ich mal beide nebeneinander. Das ist wichtig, weil die 3D-Embossing-Folder brauchen dann ein bisschen mehr Platz. Das heißt, das geht nicht mit dieser magnetischen. Die muss man dann zur Seite legen. Man kann das nur hier mit dieser grauen dann erledigen. Dann kommt dann da drauf die Schablone mit dem Papier, was da drin eingelegt ist, und dann eine Acrylplatte drüber. So, hier habe ich mir jetzt mal eine ausgesucht, eine 3D-Embossing-Schablone. Die habe ich schon länger. Jetzt werde ich die mal mit schwarzem Papier benutzen. Außerhalb der Kamera sprühe ich Wasser drauf, so ein feiner Sprühnebel. So, hier sieht man nochmal im Einzelnen die Anleitung zum Embossen. Das ist alles drauf abgedruckt und die Reihenfolge des Sandwiches ist da bildlich festgehalten. So, hier habe ich jetzt schon mal einmal das schwarze Papier mit dieser Schablone embossed und das hat richtig gut hingehauen. Das ist wirklich beeindruckend, wie sich das durchgeprägt hat. Da bin ich ganz begeistert. Also das ist richtig toll geworden. Die Schablone mag ich sehr gerne. Die habe ich schon sehr lange. Die kann man sehr gut einsetzen für Mixed Media. Ich werde die später außerhalb der Kamera kolorieren und dann sieht man das viel besser. Hier ist noch eine andere Schablone, auch eine 3D-Schablone, die ich sehr gerne nutze. Auch hier benutze ich wieder schwarzes Papier, was ich vorher mit Wasser ein wenig eingesprüht habe. Und nun kurbel ich das Ganze durch die Maschine, wie man hier sieht. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Auch hier ist das Resultat beeindruckend. Wow, da sieht man richtig gut, wie die Ebenen zum Vorschein kommen. Auch die Rückseite ist toll. Ich weiß manchmal bei diesen Schablonen nicht, für welche Seite ich mich entscheiden soll. Es ist schwer, aber wirklich wunderschön. Ja, ich habe natürlich noch eine andere Schablone, die ich benutzen möchte. Das ist diese hier mit den Zahnrädern. Die begeistert mich auch jedes Mal und insbesondere auf dem schwarzen Papier macht sich das super. Also ich muss das jetzt einfach zeigen, weil es ist einfach klasse. Auch hier sprühe ich mal wieder außerhalb der Kamera das Papier ein und jetzt kurbel ich es durch das Papier mit der Schablone und wir werden gleich ein super Resultat sehen. Ja, da ist es. Also das hat sich richtig gut durchgesetzt, hier das Papier und ach, richtig toll. Ich bin ganz begeistert, hin und weg. Ja, diese habe ich noch nicht so lange, das ist das Alphabet. Ich finde die aber richtig nützlich, also auf den ersten Blick. Diese Schreibmaschinenschrift, da habe ich gedacht, was soll das? Ich will das doch nicht als Karte benutzen. Nee, als Karte, also als komplettes Layout habe ich es eigentlich auch noch nie benutzt. Aber als, Buchstabensalat sozusagen. Die kleinen Buchstaben kann man nämlich zu neuen Worten oder zu irgendwelchen Sätzen kann man das benutzen. Und hier war ich jetzt erst ein bisschen irritiert, als ich gesehen habe, obwohl ich das Wasser drauf gesprüht hatte, dass es dann doch einige Durchstanzungen gegeben hat. Aber ich habe das hinterher, nachdem ich es dann koloriert habe mit Wachspasten, habe ich das gar nicht mehr wahrgenommen. Also das war dann gar nicht schlimm. Ja, und hier sieht man das. Das ist dann der Effekt, ein Wow-Effekt, wie ich meine, wenn man mit Farbe drauf koloriert. Und das habe ich mit verschiedenen Pentart-Pasten hier erledigt. Und gerade hier bei dieser Schreibmaschinenschrift sieht das richtig toll aus. Und das hier ist auch wohl mal ein Hingucker. Gold, Bronze habe ich benutzt, Silber
und habe dann verschiedene Lagen von den verschiedenen Farben auf die Zahnräder draufgegeben. Und ich bin immer hin und weg, wenn ich diese Schablone sehe. Und genauso hier. Hier habe ich allerdings nur mit Gold und mit Rot gearbeitet. Also jetzt kommt das so erst so richtig zum Tragen, wie schön diese Schablonen sind. Also man muss da mit Farben dran. Ja, und das ist meine Mixed-Media-Schablone, die man auch richtig toll zu Steampunk-Sachen oder zu Alben benutzen kann. Ich habe die sehr gern und ich nutze die auch häufig. Hier habe ich mehrere Farben genutzt. Da ist sogar eine Graphitfarbe, die nicht so ganz schimmert. Eine Shabby-Look-Farbe, ein Blau, Gold selbstverständlich und auch eine Chamäleon-Farbe habe ich genommen. Das sind alles so Wachspasten, die man von PentArt bekommt. Und ja, wenn man die benutzt, so hauchdünn mit dem Fingerchen aufträgt, oben auf die erhabenen Teile und schon hat man da ein wunderbares Bild erschaffen. Ein kleines Resümee an dieser Stelle. Ich habe es wirklich sehr bedauert, dass meine kleine Sidekick den Geist aufgegeben hat und ich die jetzt nicht mehr nutzen kann. Aber andererseits muss ich sagen, es hat mich schon manchmal etwas genervt, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel die Impresslids, die ich wirklich sehr, sehr gerne auch nutze, dass ich die nicht durch diese Maschine bekommen habe. Das ist manchmal nur so ein Millimeter oder vielleicht einen maximalen Zentimeter, aber es hat dann nicht gereicht und das hat mich dann schon irgendwie gestört. Natürlich kann man das alles mit der großen Maschine. Ich habe in dem Fall, ich habe eine DIN A4 Maschine und die ist wunderbar und macht auch wirklich alles, was sie soll und sie funktioniert. Ja, aber oftmals ist es dann so, dass man nicht die große Maschine auf den Tisch stellen möchte, wenn man einfach mal Kleinigkeiten erledigen möchte. Ja, und jetzt dachte ich einfach, diese DIN A5 Foldaway ist vielleicht dann ein Kompromiss. Und ich muss sagen, so nach den ersten Tagen der Anwendung habe ich das auch so empfunden. Ich habe nicht so viel Platz dann auf dem Tisch verbraucht, wenn ich diese A5-Maschine draufstelle. Und ich kann sie ganz schnell wieder zusammenfalten und zur Seite stellen. Die Sidekick, okay, sie ist wesentlich kleiner, aber vom Funktionsumfang dann doch nicht so ganz so gut wie jetzt die Foldaway. Also für mich persönlich ist das jetzt eine gute Lösung gewesen und ich will da nicht von der Sidekick abraten, ganz im Gegenteil. Diese Maschine hat auch ihre Berechtigung, aber ich werde jetzt bei meiner Foldaway bleiben und die zieht jetzt bei mir sozusagen auf den Tisch ein. Und die andere Maschine, die werde ich selbstverständlich weiter dann an dem fest vorgegebenen Platz sie dann nutzen. Und die muss ich dann nicht unbedingt auf meinen Basteltisch dann tragen. Und wenn ich dann größere Sachen schneiden will, dann nutze ich die. Ist ganz klar. Natürlich kann ich da auch die Impresslids und kleineren Stanzteile mal eben mit durchstanzen. Aber es ist ja dann eher die Frage, wenn man mal eben schnell was erledigen möchte. Dafür muss man dann nicht unbedingt die DIN A4 Maschine bemühen. Darum ging es mir jetzt eigentlich. Das kann jeder so sehen, wie er möchte und jeder hat da vielleicht auch eine andere Meinung zu. Aber ich wollte jetzt einfach nur von meiner Erfahrung berichten. Und naja, nach mehr als 3 Jahren hat jetzt das kleine Maschinchen ihren Geist aufgegeben. Gut, das ist halt so, dass auch Materialien mal kaputt gehen. Und ich denke, zu reparieren lohnt sich das jetzt einfach auch nicht. Und ja, da kann man da nichts machen. Aber dafür habe ich jetzt einen sehr, sehr guten Ersatz gefunden. Und ich glaube, dass diese Maschine gerade für meinen Bereich, insbesondere weil ich sehr, sehr gerne Schablonen benutze, dass diese Embossing-Folder, die ich dann nehme, dass die wirklich dann gut da durchpassen. Und der Anpressdruck ist wirklich genial. Also das muss ich schon dieser Maschine zugutehalten. Da ein ganz klares Däumchen hoch für diese Maschine. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. Vielleicht steht auch jemand anders vor dieser Entscheidung und vielleicht ist das jetzt hilfreich gewesen. Ich hoffe es so. Ja, falls ihr mögt, dann hinterlasst mir doch bitte ein Däumchen hoch. Ich würde mich auch über ein Abo sehr freuen.
Falls Fragen sind oder irgendetwas anzumerken ist, gerne in die Kommentare hineinschreiben. Okay, bis bald. Hoffentlich auf diesem Kanal. Bis denn.